Guten Morgen, lieve Hemmer Schafode, am Nomen Jesu, kom ik naar die en ik dank die voor deze nieuwe dag. En ik bid je ook dat u vandaag dat die woorden ons richt. Help ons te verstaan. Wil die dat meinst, dan help ons die woord ernst te nemen, dan te wandelen. Dat bid ik in Jesus in Nomen. Amen. David. Leeft God. En David wil God te zien met alle zetje. Door wen wil hij ook de banden slaan naar Jeruzalem brengen. China had wat west om het aan te vangen. Door wen weer de lang bij Abinadab op een hügel. En nu wil David naar Jeruzalem brengen. Maar hij had niet de Bibel gelezen waarschijnlijk. Wel dat stond wel man de banden slaan dragen zal. Hij had niet een wagen gebeurd en wilde op de wagen. En had dat ook alles niet in acht genomen. Wat de Bibel zegt, wenn man de Bundeslade, wenn man damit omgaan soll. En nu passiert dat, dat de Rinder, wat de wagen trokken, stolperde. En außer dem Bundeslade anfällt en dort aanvallen. Ganz klar verfehlte sie sich aller Seier. David wie ganz ruhig, ganz ängstlich. Und kann das nicht verstehen, das habe ich auch verstehen. Aber er hat seine Angst, er sieht, ich habe das nicht nach Jerusalem bringen. Da wird scheint sie, dass er war an demselben Punkt. Man weiß nicht, was man mit der Bundeslade Gottes anfangen soll. Nicht läuft sie erst dort vor. Wie wel het Christus aan, over zo vaker lood wie Gottes jen wordt bezit. En God wil meer in ons wonen, in ons God zijn. Het zegt in vers 10 van kapitel 6 van 2 Samuel, er beschloss sie nicht nach Jeruzalem zu brengen, sondern sie im Haus Obed-Edoms eines Leviten aus Gad abzustellen. Dort blieb sie 3 Monate lang. Als er deze angst bewerkte dat hij zijn plan onderbrak en dan de beobert Edom stonden leidt. Een Leviten. Also hij moest eerst mal de Bibel lezen om te zijn wat God gezegd had, wat man de Bundeslade vieren zal. Die zullen de bestemde priester zullen de dragen. Zo wie dat bestemd. Dat we niet ernst werden, zullen met omgaan. En ik geloof dat dem deel van de Bibel had David niet gelezen. En dat is ernst genomen. En ik geloof dat je het aan dat volk. Maar nu wist hij niet wat hij met aanvangen, dan leidt hij hem huis Obed-Edoms. 3 minuten. Dat zegt in deze tijd ging het Obed-Edom en zijn ganzen familie zeer goed. Denn der Herr segnete sie. Also da passiert was übernatürlich, Gott sehe in dieser Familie. Wenn sie seine Jähen wird abgenommen hat, dann seine Jähen wird jeder. Seit die Bundeslade bei Obed-Edom ist, hat der Herr in seine Familie und allen seinen Besitz reich gesegnet. Da ging David voller Freude zum Haus Obed-Edoms, um die Bundeslade nach Jerusalem zu holen. So du Sache, dort Hafen sind, wie Brücke dort, wie Mathe Gottes Jähn wird nach Jerusalem holen. Und dort symbolisiert Gottes Jähn wird. Und ich glaube, das ist ein Wort für uns von dort, wie Mathe Gottes Jähn wird, seht ihr, wie Mathe Tisch vor einem Anbetungsplatz an, wie Brücke am Tisch bei uns. Sein Angesicht, seht ihr. Ich glaube, das ist ein wunderbares Wort. Er hat diesen Wunsch, dass Gottes Jähn wird mehr in uns entwunden. Und das wie ein Wunsch, was Gott gefällt. Und das ist ein Wunsch, was Gott gefällt, wenn von da Menschen wirklich den Wunsch haben, dass er beendet ist. Herr, ich bete, dass du uns in der Leibe zu dir hast. Dass wir diesen Wunsch haben, dass du mit deiner ganzen Jähn wird bei uns wohnst, dass du das Zentrum von uns Haus, von unserer Familie bist. Herr, dass wir die Zähne lernen, dass wir weiter, wie wir mit dir umgehen,
ins die besten Heil, ja Gott. Herr, dort wieder drescht ihr denn. Ich sage immer, war die Menschen in der Bibel, die wollen leider weit offen die Leben, wenn sie sündig wären. Halb doch, dass wir doch leider alle Sünde abriemen und denen jeden Wut bei uns haben. Das bete ich in Jesus' Namen. Amen. Ich wünsche dir einen schönen Tag.